Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Dieser Haushalt steht für mehr Rüstung, mehr Militär und mehr soziale Spaltung. Die Bundesregierung, muss man konstatieren, hat aus der sich massiv verschärfenden Flüchtlingskrise seit einem Jahr nichts gelernt. Sie hat nichts gelernt, und deswegen lehnen wir diesen Haushalt ab. Die Bundesregierung will zwar mehr Geld für Entwicklung ausgeben, das haben wir ja gehört, 580 Millionen mehr, aber der Verteidigungsetat bekommt das Vierfache mehr, über 2 Milliarden. Frau von der Leyen spricht von der größten Steigerung im letzten Vierteljahrhundert. Und ich muss sagen, wenn man die letzten Stunden die Debatten hier in der Außenpolitik und Verteidigungspolitik mitverfolgt hat, kann es einem schlecht werden. In welchem Maße hier CDU und SPD schwärmen von dem höchsten Rüstungsaushalt, von Cyberwar und hybrider Kriegsführung, in welcher Welt leben Sie eigentlich? Das ist ein Wahnsinns, eine Wahnsinnspolitik, die Sie hier betreiben. Und ich kann nur sagen, wir werden gegen diese Politik unseren Widerstand ausweiten und verstärken. Angesichts nämlich der globalen Herausforderung von Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, eben vor Kriegen und einer Perspektivlosigkeit, brauchen wir doch nicht noch mehr Geld für Aufrüstung und immer neue Auslandseinsätze der Bundeswehr, sondern für Abrüstung und Armutsbekämpfung, für Bildung, das wurde ja angesprochen, für Arbeitsplätze, Klimaschutz weltweit und auch hier in Deutschland. Und das wäre nämlich auch die Antwort auf die über 60 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind. Bekämpfen Sie endlich die Fluchtursachen. Und deswegen schlagen wir eine Kürzung der Militärausgaben von mindestens 6 Milliarden in diesem Haushalt vor und fordern 2 Milliarden Euro pro Jahr für den Entwicklungshaushalt. Sie haben zwar, Herr Müller, in Ihrem Ministerium diese Sonderinitiative Fluchtursachen bekämpfen, die wurde ja auch erwähnt. Langsam entwickeln sich meines Erachtens diese Sonderinitiativen wirklich zu einer Parallelstruktur in Ihrem Ministerium. Aber trotzdem, wenn man sich die Initiative anschaut, gehen Sie die wirklichen Fluchtgründe nicht an. Und es wäre Ihre Aufgabe als Entwicklungsminister, Herr Müller, gegen die weitere Militarisierung der deutschen Außenpolitik und auch der Entwicklungspolitik und gegen deutsche Rüstungsexporte im Bundessicherheitsrat zum Beispiel zu stimmen. Stattdessen schauen Sie zu, wie die EU nun auch noch Entwicklungsgelder für die Ausstattung von Militär in afrikanischen Ländern einsetzen will. Das ist doch eine Umkehrung des Sinnes von Entwicklungszusammenarbeit. Stattdessen wäre es zum Beispiel überfällig, dass wir einen europäischen zivilen Friedensdienst endlich aufbauen. Das fordern wir seit Jahren. Hier tut sich gar nichts. Das wäre die richtige Antwort. Und wir könnten zum Beispiel Menschen, die hierher geflüchtet sind, zu Friedensarbeitern ausbilden. Sie kennen Ihr Land. Sie könnten mit einer ganz anderen Aufgabe auch zurückkehren und dort für eine Versöhnung und für Aufbau sich einsetzen. Dazu brauchen wir eben eine konstruktive Politik und nicht eine Hochrüstungspolitik, wie Sie sie hier betreiben. Und ich höre ja mit Interesse, Herr Müller, das fand ich ja jetzt doch dann interessant, dass Sie jetzt von Fairhandel sprechen. Sie wollen die WTO umbauen. Das ist ja schön und gut. Aber ich kann Ihnen sagen, Sie können eigentlich viel direkter sich für Fairhandel einsetzen, indem Sie nämlich endlich Ihre Stimme erheben gegen diese fatalen Freihandelsabkommen mit Afrika, den sogenannten EPAs. Da habe ich von Ihnen bisher immer nur Zustimmung gehört. Und Sie sind wirklich eine fatale Politik für diese Länder, unsäglich, denn Sie zerstören die Strukturen dort, Sie machen Kleinbauern arbeitslos, Sie klauen den Menschen die Rohstoffe. Das hat nichts mit fairem Handel zu tun. Und deshalb, wenn Sie ernsthaft Fairhandel unterstützen wollen, dann helfen Sie mit, dass diese EPAs gestoppt werden.
Und es ergibt nämlich auch gar keinen Sinn, Herr Müller, wenn Sie einerseits schreiben, 1 Milliarde Euro für ländliche Entwicklung ausgeben zu wollen und damit zum Beispiel genau Kleinbauern in afrikanischen Ländern fördern und andererseits eine Handelspolitik der Europäischen Union für gut heißen, die genau diese Kleinbauern wieder platt macht durch billige Produkte aus Europa. Das können Sie auch hier keinem Steuerzahler erklären, was Sie hier für eine Politik betreiben. Das ist unverantwortlich. Und da ist es auch kein Wunder, dass jede Woche mittlerweile Tausende Flüchtlinge aus Afrika vor Italien aus dem Mittelmeer gefischt werden müssen. Nämlich diese Handelspolitik ist genau dafür verantwortlich, dass immer mehr Menschen auch aus Afrika sich auf die Flucht begeben müssen. Und genau deswegen setzen wir uns seit Jahren für eine gerechte Handelspolitik ein, die ist überfällig. Dann möchte ich auch noch was erwähnen, was die Entwicklungsgelder angeht, bezüglich des Valletta-Gipfels. Dort wurde ja beschlossen, dass mehr Geld nun nur noch die Länder bekommen sollen, die bereit sind, eine Politik der Migrationsabwehr der Europäischen Union zu unterstützen. Und im Gegenteil, wer da nicht mitmacht, dem wird auch noch gedroht, Entwicklungsgelder zu streichen. Das ist keine Entwicklungspolitik, sondern es ist Erpressung und es instrumentalisiert hier die Entwicklungsgelder auch noch für eine gezielte Bekämpfung der Flüchtlinge. Und wir halten auch nichts davon, dass Sie jetzt anfangen, die Ausgaben für Flüchtlinge hier in Deutschland in die ODA-Quote einzurechnen, weil das nämlich bedeutet, dass real weniger Geld in die Länder des Südens geht und Sie hier diese ODA-Quote künstlich aufpumpen. Dadurch wird der Teufelskreis nicht durchbrochen, der endlich nötig wäre, damit wir Fluchtursachen bekämpfen können. Wir setzen uns für eine nachhaltige Entwicklungsagenda ein. Wir nehmen diesen Auftrag der Vereinten Nationen ernst. Und genau deswegen, die Handelspolitik ist ein ganz zentraler Bestandteil für eine Entwicklungspolitik gegen tödlichen Freihandel. Und da können Sie auch alle mitdemonstrieren, am 17. Kollegin. September gegen CETA und TTIP auf die Straße gehen und ein Zeichen setzen für gerechten Handel. Dankeschön. Die Kollegin Michaela Engelmeier hat für die SPD-Fraktion das Wort.